Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Reihe Einführung in Revit bzw. ja, Grundlagen von Revit. Und in diesem Kurs oder in diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie Sie hier einen Kamin einbauen können in Ihr Gebäude. Dazu werde ich erstmal zeigen, wie man so Sonderbauteile platzieren kann. Ja, weil das ist kein Bauteil, kein klassisches Bauteil, was Sie hier oben finden, sondern quasi so Sonderbauteile. Und wir werden auch uns noch anschauen, wie man solche Bauteile noch adaptieren kann, weil das bei den Kaminen, die hier mitkommen, notwendig. Und was wir auch noch brauchen, ist dann eine spezielle Öffnungsart, weil der Kamin muss natürlich dann auch noch die Decken, Geschossdecken müssen geöffnet werden und später auch dann das Dach, weil das Dach noch nicht vorhanden ist. Und dazu braucht man dann eine spezielle Öffnungsart, nämlich den Schacht, den werden wir in diesem Tutorial auch kennenlernen. Okay, kommen wir zunächst zum Kamin. Und dazu mache ich wieder, um das vielleicht besser darzustellen, hier mehrere Ansichten auf, um muss man nicht machen, ja, aber ich finde das immer ganz praktisch, wenn man gleich sieht in den verschiedenen Ansichten, wie sich das Ganze dann auch im Modell abbildet. Im Kellergeschoss wird er bei mir platziert, ja, deswegen fahre ich mit dem Kellergeschoss grundlos an, dann habe ich schon eine 3D-Ansicht. Und dann noch zwei Schnitte, die habe ich mir hier platziert, also hier ein Schnitt so vor dem Kamin. Ja, also ich könnte ihn sogar noch hier reinlegen, fällt mir gerade ein, hier direkt in die Wand vielleicht rein und einer hier durch den Kamin. Das sind so Arbeitsschnitte, deswegen heißen die auch AS1 und AS2, nenne ich um Arbeitsschnitte, während die anderen Schnitte hier QS, die sind quasi fix, ja, die sind dann auch später auf dem Plan ersichtlich, während die Arbeitsschnitte nur für mich zum Arbeiten sind, die schiebe ich immer hin und her, wo ich sie gerade brauche. Ja, um diese Ansicht nebeneinander zu platzieren, gehe ich hier auf Ansicht und wähle hier alle anordnen. Ja, dann tut er quasi alle offenen Ansichten dann entsprechend anordnen. Das sieht dann so aus und jetzt werde ich mir hier noch bei dem Grundriss noch die anderen Grundrisse hier noch mit einblenden, damit ich ihn dann herschalten kann. Wechsle also hier auf diese Ansicht, gehe dann hier in den Projektbrowser und öffne noch das EG. Hier, Sie sehen, es kommt jetzt hier dazu, das OG und das DG von mir aus. So, wechsle wieder ins KG. Und möchte, man sieht ja auch schon eine Öffnung vorgesehen, wo jetzt der Kamin reinkommt. Gehe dann auf die Registerkarte Architektur, um den Kamin zu laden. Und dann gibt es hier Bauteil platzieren. Ja, mit denen können Sie jetzt noch weitere Bauteile, die jetzt nicht zu den Standardbauteilen hier oben gehören, als Familie kommen die meistens mit dazu, hier noch in Ihrem Bauwerk unterbringen und gehen also hier auf Bauteil platzieren. Jetzt wenn wir auf Eigenschaften gehen, sehen wir hier, das wäre jetzt das aktuelle Bauteil, was ich jetzt platzieren würde. Das wäre irgend so ein Waschbecken. Und wenn ich das Ganze hier erweitere, dann sieht man hier die Bauteile, die freien Bauteile, die aktuell jetzt hier in dem Projekt geladen sind. Ja, man sieht, da ist kein Kamin dabei. Das heißt, ich müsste jetzt hier noch einen Kamin laden, wechsle da ja hier auf Typ Arbeiten und kann jetzt hier einfach noch ein Bauteil dazu laden. Gehe jetzt hier auf Laden. Das ist hier mein Bibliothekspfad. Ich werde dann gleich nochmal zeigen, falls der falsch angezeigt wird, wo Sie den ändern können. Das passiert manchmal bei der Installation, dass die Bibliothekspfade nicht richtig angezeigt werden. Dann habe ich hier verschiedene Bibliotheken installiert, gehe jetzt hier auf die Deutsche, dann auf Symbol, also Quatsch, wo war das hier, Architektur, Sonderbauteil, finde ich es gar nicht, Architektur, Tür. Bin ich jetzt... Architekturbauteil. Hier oben sind wir Architekturbauteil und jetzt Sonderbauteil oder so ähnlich. Sonderausstattung, so war das. Und dann haben wir hier Kamine. Und was haben wir jetzt hier? Ich möchte, also hier haben wir so Abdecker oben, ja, hier oben und mit weiter runter gehen, haben wir hier Kamine mit, je nachdem, also hier zum Beispiel Kamin 03 zweizügig. Ja, jetzt haben wir eine kurze Vorschau. Der passt ganz gut. Geht jetzt hier auf Öffnen. Und jetzt können wir auf Vorschau nochmal gehen, dann sehen wir jetzt hier den Kamin. Jetzt sehen wir, das wäre jetzt der Kamin, der hat jetzt hier diese Maße, beziehungsweise das ist ja nur der Name, nochmal kontrollieren. Das wären jetzt hier die Maße, die er hätte und das passt mir nicht. Ja, das sind nicht die Maße, die ich brauche. Das vorher nochmal ausgemessen, also gehe ich hier auf Duplizieren, mache davon eine Kopie, benenne das Ganze um. Wie gesagt, ich arbeite hier mit einem klassischen 12-5 Raster, also nehme ich, passe ich mir auch den Kamin entsprechend an. Muss man nicht machen, aber ich mache das immer ganz gern. Also gehe ich hier auf 32 und ich tue das Ganze immer mit Zentimetern, arbeite ich hier. Deswegen werde ich auch eben dann in dem Namen mit Zentimetern arbeiten, während das hier in Millimetern
beschriftet ist. Ja. Also gehe ich auf 32,5, ist die Breite. Und nee, 37,5. Und 62,5 wäre dann die eine Breite und die andere Breite. So, die Tiefe, wenn man so will. Das nehme ich raus. Die Höhe finde ich uninteressant. Das können wir, Rest können wir lassen, weil die Höhe, die wird dann sowieso variieren. Also die passe ich dann an. Deswegen nehme ich die Höhe raus. Die ist mir nicht, die ist jetzt für den entscheidend hierfür ist aus meiner Sicht eher der Grundriss und nicht das Höhenmaß. So, das haben wir jetzt umbenannt. Das war nur der Name. Ja, und jetzt gebe ich hier nochmal die Maße ein. Ich möchte also hier 32,5 haben. 32 sage ich immer. 37,5 und hier eine Länge von 62,5. Und als Abstandsfuge nehme ich hier meine Putzdicke von Innenputz von 1,5 Zentimeter. So. Das haben wir jetzt hier geändert. Ja, man sieht auch schön in der Vorschau, wie sich das mitändert. Und kann man sogar noch umschalten hier. Ja, man kann sogar noch hier Ansicht von vorn an umschalten. Gibt es auch noch einen Grundriss? Ja, Grundriss sieht man ja auch nochmal. Also hier können Sie das ein bisschen mitverfolgen, wenn Sie an diesen Einstellungen spielen. Der Rest passt das mal, das übernehme ich erstmal. Falls da was nicht passen sollte, werde ich dann noch anpassen. Aber ja, das ist erstmal okay. Geht es also auch okay. Und jetzt schenkt mir hier der Kamin, muss ich umschalten, am Fadenkreuz. Und er sagt, er hat noch kein Basisbauteil gefunden. Jetzt habe ich noch vergessen umzuschalten, muss ich noch sagen, hier oben, hier auf Arbeitsebene platzieren. Ja, manche Bauteile kann man dann auch auf irgendwelchen Flächen platzieren, wie zum Beispiel, es könnte ein schräges Dach sein oder so, ein Dachfenster oder irgend sowas. Und hier nehme ich auch die Arbeitsfläche oder die Arbeitsebene. Ja, die sieht man hier. Und jetzt kann ich hier meinen Kamin nochmal drehen über die Leertaste und kann jetzt hier erstmal platzieren. So. Und jetzt fällt schon mal auf, dass der Kamin hier mir komischerweise nicht geschnitten dargestellt wird, sondern das sieht man hier schön. Das sieht man gar nicht. Es kann sein, dass er ausgeblendet ist. So, jetzt stellt sich die Frage, warum sehe ich den nicht hier in der 3D-Ansicht? Und das könnte daran liegen, dass er einfach viel zu, von der Höhe her viel zu klein ist. Wenn wir hier mal umschalten auf Drahtmodell, das sehen wir vielleicht. Ach, das sehen wir zu viele Details. Probieren wir es einfach mal aus, klicken den an, schalte oben auf Schattiert und lege es mal den Kamin an. Und da haben wir irgendwo die Höhe. Ich schätze, das ist dann, wenn es nicht hier ist, sind es dann Typeigenschaften. Also, nee, ich habe einen Grundriss ausgewählt, nicht den Kamin. Jetzt Kamin. Und die Höhe, hier haben wir die Höhe, 6 Meter. Das ist zu niedrig. Machen wir hier mal 1000, 10 Meter 20, also 10 Meter 20 oder 1000. 200 und dann kommt er auch hier raus. Ja, jetzt sehen wir auch den Kamin hier in 3D. Ja, und jetzt haben wir folgendes Problem: Wenn wir jetzt hier im Grundriss sind, im Kellergeschoss, Grundriss, aber das gilt auch hier für Erdgeschoss oder Obergeschoss, dann wird dieser Kamin nicht geschnitten dargestellt, sondern quasi also in Draufsicht. Ja, ist der den quasi komplett. Das ist natürlich extrem irritierend und ist auch nicht Sinn und Zweck. Wie man das normalerweise machen würde, und das muss man noch korrigieren. Dazu muss ich jetzt einen kurzen Ausflug in die Familien machen. Ja, das mache ich normalerweise nicht im Grundkurs, allerdings lässt sich jetzt hier nicht vermeiden, ja, weil das jetzt so eingestellt ist. Und vielleicht, wenn Sie einen anderen Kamin nehmen, ist das vielleicht nicht so eingestellt. Aber sehen Sie es mir nach, dass wir jetzt hier mal kurz das Thema Familie ein bisschen vorgreifen müssen. Ich möchte jetzt diese Familie bearbeiten und die Einstellung ändern, dass der dann auch im Grundriss geschnitten dargestellt wird. Dazu klicke ich den Kamin an und jetzt ist er ausgewählt und dann sehen Sie hier oben Familie bearbeiten. Ja, also alle Familien bis auf Systemfamilien können Sie hier quasi dann, man kann es sich vorstellen wie ein Block im AutoCAD, das ist wie eine Art Block-Editor. Wie gesagt, es ist nicht dasselbe, aber ist in der Sache ein bisschen ähnlich. Ja, jetzt kann ich hier sagen Familie bearbeiten und jetzt öffnet er mir hier den Kamin im Familieneditor. Ja, das ist hier, das sehen Sie hier. Ja, das ist jetzt hier mein Kamin. Und das ist jetzt, aber das müssen Sie aufpassen, im Unterschied zu AutoCAD ist das Ding jetzt wirklich, tut quasi die Familien aus dem Projekt rausnehmen, öffnet sie dort und ich kann sie quasi unabhängig vom Projekt erstmal bearbeiten. Jetzt müssen Sie eigentlich nichts weiter machen.
außer hier in der Familienkategorie, die zu ändern. Ja, und da haben wir nämlich hier Sonderausstattung, und bei Sonderausstattung ist das so, dass die halt nicht, also dass diese Kategorie halt nicht geschnitten dargestellt wird. Ich muss also eine Kategorie wählen, die auch geschnitten dargestellt wird. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, war ja allgemeines Modell. Ja, wenn Sie noch eine bessere Kategorie finden, die vielleicht noch sinnvoller ist, dann nehmen Sie bitte die. Ich habe leider jetzt hier keine bessere gefunden. Also allgemeines Modell kam für mich jetzt hier nochmal auf die erste flüchtige Suche der Sache noch am nächsten. Deswegen habe ich das gewählt. Und Sie sollten schauen, dass Sie die Kategorien nicht irgendwie willkürlich zuordnen, weil das gibt natürlich auch gerade bei großen BIM-Projekten Ihrem Projekt eine gewisse Struktur, ja. Und man soll das jetzt nicht einfach nur so hier einfach die nächstbeste nehmen, sondern schon ein bisschen schauen, dass das auch passt, ja. Leider, wie gesagt, habe ich hier nur das allgemeine Modell gefunden und lasse es auch mal dabei. Aber falls Sie mal wieder sowas machen, bei anderen Anwendungsfällen sollten Sie, wenn Sie wirklich einen echten BIM-Workflow haben, wo Sie auch Daten austauschen mit anderen und so weiter, oder auch zusammenarbeiten wollen, sollten Sie schon schauen, dass Sie das nicht einfach willkürlich machen, die Zuordnung von Familien. Sie sehen, man kann auch andere Sachen hier einstellen, aber die spielen jetzt für unser konkretes Problem keine Rolle. Jetzt gehe ich auf OK, jetzt habe ich die Familienkategorie geändert. Und jetzt ist eben ganz wichtig, im Unterschied zum Block-Editor im AutoCAD, machen Sie ihn einfach zu und dann sind die Änderungen in Ihrer AutoCAD-Datei wirksam. Hier ist es so, ich hatte ja gesagt, wenn Sie hier eine Familie in Ihrem Projekt in Revit öffnen, dann lädt er die quasi raus, ja, öffnet sie und jetzt muss ich wieder zurückladen ins Projekt. Ja, das muss ich jetzt, damit halt die Änderungen im Projekt wirksam werden. Jetzt gehe ich also hier in Projekt laden. Wenn nur ein Projekt offen ist, wie in unserem bestehenden Fall, ja, dann versucht das Ganze zurückzuladen und sieht da, ah, da ist ja schon eine Familie. Ich arbeite ja nicht an dem Original, sondern an der Kopie, die er quasi rausgeholt hat. Und sagt, jetzt soll er die überschreiben. Und dann sage ich, ja, okay, überschreibt die. Und jetzt hat er quasi die Familie wieder zurückkopiert in unser Projekt und hat die alte quasi jetzt überschrieben. Das bitte berücksichtigen, ja. Und jetzt ist auch wichtig, dass, wenn Sie fertig sind, das Ganze schließen, da fragt er mich jetzt, ob er das speichern soll, ja. Weil, wie gesagt, das ist ja eine Kopie, ja. Die können jetzt nochmal extern irgendwo hinspeichern. Wie so eine Art externer Block im AutoCAD. Ja, man kann es am ehesten, glaube ich, vergleichen mit externen Blöcken. Ja, also es gibt dann AutoCAD interne Blöcke und externe Blöcke. Die haben wir im CAD-Kurs eigentlich gar nicht behandelt. Ich habe es nur erwähnt. Ja, aber für diejenigen, die externe Blöcke schon kennen, die hier vielleicht zuhören, lässt sich eine Familie auch am ehesten mit einem externen Block vergleichen, als es mit einem internen Block im AutoCAD. Wenn ich jetzt das Ganze schließe, dann fragt er mich, ob er das speichern soll. Da sage ich, nein. Ich habe ja eh jetzt quasi zurückgeschrieben, das Ganze ins Projekt. Und dort brauche ich es momentan nur. Anders wäre es, wenn Sie jetzt im Büro arbeiten und möchten jetzt diese Änderungen auch zukünftig haben für andere Projekte, ja, die vielleicht mit dieser Familie arbeiten, dann können Sie natürlich sagen, okay, ich speichere das jetzt auf meinen Ordner, wo halt meine ganzen Familien abgelegt sind, und dann wäre es natürlich auch für andere dann verfügbar. Ich brauche das in dem Fall nicht, deswegen sage ich hier nicht speichern und die Familie ist wieder geschlossen. Das war jetzt mal ein kurzer Ausflug in die Familienproblematik von Revit. Ich habe das auch deshalb mal gezeigt, weil oftmals ist es so, gerade wenn wir jetzt in zukünftig mit irgendwelchen Familien arbeiten, ich mache das mal exemplarisch an der Tür, dass, wenn Sie hier auf so eine Familie draufklicken und dann Doppelklick machen, ich hoffe, ich kann es jetzt hier mal simulieren, das Problem. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man es absichtlich machen will. Ja, jetzt macht das mir. Dann kommen Sie auch in den Familieneditor rein. Ja, und oftmals fragen mich dann die Kursteilnehmer, ah, wo bin ich jetzt? Was soll denn das? Ja, weil Sie einfach doppelt draufgeklickt haben. Und in dem Fall sind Sie quasi im Familieneditor und könnten jetzt hier auch wieder Änderungen vornehmen an dieser Familie. Und könnten hier wieder dann zurückladen und so weiter. Wie kommen Sie da wieder raus? Ganz einfach, Sie schließen hier oben den Familieneditor. Er fragt Sie, soll er das speichern? Dann sagt man nein. Und dann bin ich wieder in meinem Projekt. Ja. Okay, so, jetzt tun wir den Kamin noch ein bisschen ausrichten und positionieren. Das heißt, ich gehe hier auf den Ausrichten-Befehl und wähle hier diese Kante aus und hier die Innenkante von meinem Kamin. Und ich glaube, das ist ein Mauerwerk. Ja, das soll noch später verputzt werden. Guck nochmal, ist das Mauerwerk? Dieser Beton ist das, oder? Was haben wir hier? Stahlbeton. Ja, okay, dann lassen wir es trotzdem erstmal so und tun es das mal ausrichten. Also machen wir es vielleicht oben im Obergeschoss.
Also gehen wir jetzt ins Erdgeschoss, damit das dort wenigstens bündig ist. Hier haben wir jetzt eine, da macht das Sinn. Und jetzt gehe ich hier nochmal rein und sage hier ausrichten und sage hier, die Kante soll an die Kante, wenn Sie die Kante nicht auswählen können, so eine sogenannte schwache Referenz, er nimmt immer automatisch die Mittelachse der Wand und tut es einfach auf die Kante zeigen. Und dann mit der Tabulator-Taste können Sie zwischen den einzelnen Referenzlinien hin und her schalten. Und dann kommen Sie dann auch irgendwann hier zu der gewünschten. Und jetzt hat er mir hier den Kamin hier positioniert. Jetzt haben wir den an der richtigen Position. Was wir jetzt noch machen müssen, wäre hier die Wand entsprechend aufschneiden. Aber ich mache das mal später. Ich möchte erst mal zeigen, wie wir hier noch die Decken erstmal machen. Ja, schauen wir erstmal kurz Obergeschoss. Wie sieht es da aus? Ja, das sieht so aus. Aber da sind wir hier, glaube ich, noch. Ne, das passt gerade so. Ja, haben wir haben sauberen Raster gearbeitet. Da sieht man auch schön, wie wir hier anschließen, weil die Bauteile aufeinander ausgerichtet sind. Ja, das ist ein Vorteil, wenn Sie mit dem Raster arbeiten. Sei es jetzt ein Achsenraster oder auch ein Arbeitsebenenraster. So, das passt. Jetzt hatte ich gesagt, ich möchte noch zeigen, wie wir die Deckenöffnung machen. Man könnte natürlich jetzt, wie ich bei den Treppen gezeigt habe, jetzt hier, die zeige ich mal nur exemplarisch, hier die Decke auswählen. Habe ich es jetzt ausgewählt? Nee, habe ich nie. Ist immer schwer auszuwählen. Ach, nehmen wir einfach hier unseren Schnitt. Wir haben ja hier die Schnitte. Da können wir es leichter auswählen. So. So, und dann klicken wir hier mal die Decke an oder nehmen wir mal die, das ist ja die richtige. Beziehungsweise hier den Fußboden zunächst erstmal, das wäre jetzt dieser hier. Und dann gehen wir hier wieder in die Grundrissdarstellung, gehen auf Begrenzung bearbeiten und könnten jetzt hier einfach hier ein Rechteck drüber ziehen, so eine Insel rein konstruieren. Das, oder nee, eine Insel ist in dem Fall nicht, weil es grenzt ja hier an, also das einfach hier umgrenzen und dann einfach diesen Teil rausnehmen aus dem Fußboden. Könnte man so machen, ja, würde da bedeuten, ich muss das jetzt bei, lassen Sie mich kurz zählen. Wenn es nur um die Geschossdecken geht, wäre das jetzt hier, hier hätten wir quasi einmal die Geschossdecke, dann nochmal die Fußböden auf, hätten wir 2, 4 und hier auch nochmal 4, das wären dann quasi 2, 4, 6 und dann käme noch das Dach hinzu, ungefähr 7 Mal müssen wir das machen. Ja? Man könnte es vielleicht noch kopieren oder so, aber ist natürlich sehr umständlich. Wenn Sie eine Öffnung haben, die quasi aber über alle Geschosse immer an derselben Position ist, das war bei unserer Decke nicht der Fall, ja? Die verschiedenen Deckenöffnungen, die wir bei der Treppe hatten, ja, die waren verschieden, ja, weil die Treppen verschieden waren. Und deswegen haben wir das dort wirklich individuell gemacht. Hier haben wir jetzt die Sache, dass wir jetzt eine Öffnung haben, die eigentlich überall gleich ist. Ja, die hat die Abmessung des Kamins. Und da können Sie eine andere Form der Öffnung wählen, nämlich Schacht. Die finden Sie unter Architektur und das wäre diese Form, eine Schachtöffnung. Ja, wie Sie hier sehen, kann man damit eine Öffnung erzeugen, die quasi konstant über mehrere Geschosse geht. Das können zum Beispiel Treppenhäuser sein, die halt immer gleich sind, ja, aber auch irgendwelche Kanäle für Leitungen oder was auch immer. Ja. Und das machen wir mal. Ich wechsle nächstes wieder ins Kellergeschoss. Ich könnte es auch hier machen, aber ich möchte den quasi von unten starten lassen. Deswegen mache ich es gleich im Kellergeschoss und gehe jetzt hier auf den Befehl Schacht. Ja, und das können Sie hier wieder, Sie kennen ja schon die Befehle mittlerweile, jetzt hier so ein also ein Grundrisszeichen für den Schacht. Ist in dem Fall ein einfacher rechteckiger Schacht. Gehe also hier auf Rechteck und zeichne mir hier meinen Schacht drüber. Wenn Sie wollen, können Sie das ja auch noch an dem Kamin fixieren. Falls Sie den Kamin mal ändern würden, dann würde es ja der Schacht mitgehen. Ansonsten müssen Sie, wenn Sie den Kamin ändern, den Schacht jetzt mal mitändern. Und wichtig ist, bei der Höhe des Schachtes würde ich empfehlen, den noch ein bisschen höher zu machen als den Kamin, weil da, also ich würde nicht auf dieselbe Höhe setzen wie den Kamin, da lässt sich immer blöde auswählen. Ich finde es ganz praktisch, wenn es höher ist als der Kamin. Wir hatten den Kamin, hatte ich auf 1200 gesetzt, dann mache ich den auf 1300. So, gehe auf OK. Und jetzt sieht es erstmal genauso aus wie vorher, wenn man jetzt allerdings. Machen wir hier den Schnitt ein bisschen größer. Oder machen wir es in 3D. Wo ist hier? Hier ist 3D. Wenn wir jetzt hier mal den Kamin mal ausschalten, dann werden Sie sehen, man sieht ja den Schacht hier oben. Ja, hier ist der Schacht. Hier ist der Kamin. Jetzt gehe ich mal drauf und tue den mal temporär ausblenden. Gehe auf Element ausblenden. Dann sehen wir, wir haben jetzt hier die Öffnung. Ja, das wäre normalerweise, wenn jetzt der Kamin. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würde das alles hier, dann würde der Kamin einfach sich mit den anderen Elementen verschneiden. Ja, aber hier ist quasi die Öffnung.
jetzt gewährleistet hätten, würden wir jetzt in die anderen, würden wir jetzt hier reingucken in das Gebäude, wäre die Öffnung komplett durchgehend, ja, bis runter in den, quasi in den Keller, ins Kellergeschoss. Ja, das Ding setzt auf, der Schacht, nur noch kurz auswählen den Schacht. Komme ich jetzt hier noch ran? Ja, hier hatte ich vergessen dazu zu sagen, der setzt ja auf bei Kellergeschoss Rohfußboden, hat sogar noch einen Versatz, das gefällt mir nicht, man sieht das vier. Ja, da geht sogar noch unten mit minus 15 rein, das ist natürlich Käse, den setzt man hier auf 0. Gehen auf Anwenden und jetzt hat er die richtige Position auch in der Höhe. So, hier haben wir auch nochmal einen Schnitt, den man auch nochmal schön. So, jetzt schauen wir nochmal die anderen Geschosse nochmal durch. Ich mache die Kamine unten wieder an, gehe also hier auf die Glühbirne und jetzt kann ich den Kamin wieder anklicken. Und dann wieder auf Element oder Kategorie einblenden gehen. Mach es wieder aus, jetzt ist er wieder da. Im Kellergeschoss dürfte das so passen. Ja, da haben wir hier die Wände entsprechend schon mal positioniert. Das tut sich hier durchdringen, damit kann ich erstmal leben. Wer will, kann jetzt die Wand hier noch ganz genau bis zu dieser Putzschicht führen. In Wirklichkeit würde man wahrscheinlich das schon ranführen oder eine Lücke lassen und dann den Bereich hier einfach nochmal mit verputzen. So, gehen wir jetzt aufs Erdgeschoss. Und hier sehen wir allerdings das Problem, dass wenn man hier trotz des Schachtes tut er aber eine Wand nicht durchdringen. Ja, also die, wenn wir den Kamin mal hier ausschalten, schauen wir, ist es der Kamin? Ja, jetzt gehe ich hier auf Element ausblenden, dann sehen wir, die Wand geht trotzdem durch. Ja, der Schacht funktioniert nur bei Decken, aber nicht bei Wänden. Also in dem Fall müssen wir jetzt noch die Wand hier manuell auftrennen und dazu gehe ich hier auf Ändern. Dann hier auf Element teilen, klicke hier irgendwo in der Mitte der Wand. Habe jetzt hier aus den Wänden zwei gemacht. Nehme jetzt hier halt, schau, ob es hier die Wand erwischt. Ja, nehme jetzt hier meine Wand und schiebe die mal hier so ein bisschen raus. Und jetzt meckert er rum wegen der Räume. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Jetzt haben wir das Problem, dass wenn ich jetzt die Wand teile und hier entsteht hier eine Lücke und der Kamin ist allerdings kein Raumteiler und deswegen würde jetzt hier eine Lücke entstehen und da und damit verschwindet halt die Raumgrenze in eine Lücke und das darf nicht sein. Ja, jetzt gehe ich jetzt mal kurz auf Abbrechen und klicke nochmal den Schacht an und schaue, ob man den Schacht zum Raumteiler machen kann. Geht leider nicht, ja, hätte mich auch gewundert. Also müssen wir jetzt hier noch die Lücke künstlich schließen im Raum. Und wie macht man das? Ganz einfach, ich mache mal hier die Arbeitsebene aus, damit man das besser sieht. Das hast du immer so durch und tu mal die Geschossdecken ausblenden. Weil das ist momentan schwer zu sehen. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Und wie machen wir das? Und die Kamin tun wir da einblenden, das sieht man auch noch ein bisschen besser. Also hier Glühbirne an und Kamin wieder ein. So, jetzt sehen wir wieder den Kamin. Hier sehen wir die Wand, die geteilt ist. Würde ich jetzt das Ganze aufziehen, hat man jetzt hier eine Lücke. Und die Lücke können wir einfach schließen, indem wir hier auf Architektur gehen. Und dann finden wir hier Räume und hier Raumtrennungslinie. Ja, das heißt, die Raumtrennungslinie ist dazu da, wenn Sie mal einen Raum trennen müssen, und Sie haben dafür aber keine raumtrennenden Bauteile, wie zum Beispiel Wände, dann können Sie auch einen Raum einfach mit dieser Linie trennen. Und da jetzt hier quasi ein raumtrennendes Bauteil fehlen wird, können wir einfach sagen, okay, wir nehmen hier einfach die Trennungslinie, weil sonst weiß er eben nie, wo hört, wenn sie jetzt keine raumtrennenden Elemente haben, dann weiß er aber nicht, wo fängt der Raum an, wo hört er auf. Das ist immer halt wichtig, dass ein Raum wirklich komplett umschlossen ist und damit auch die Grenzen definiert sind. Gehen wir also hier auf die Raumtrennungslinie und zeichnen jetzt in die Lücke, die jetzt gleich entsteht, einfach hier unsere Raumtrennungslinie rein. So. Ah, wir müssen die bisschen ranziehen. Ja, das nochmal drauf auf Raumtrennungslinie gehen, weil ich will die Wand dann später hier nur bis zu der. Ach nee, ich will die Wand führe ich bis zu der Kante. Nee, es passt schon. So. So. Und jetzt sagt er halt, es überlappt sich noch. Ja, das ist diese Meldung. Ja, aktuell wird sich das überlappen, weil die Wand ist ja noch hier. Aber jetzt kann ich, wenn ich die Wand jetzt hochschiebe. So, jetzt habe ich die Wand ausgewählt. Noch nicht. Ein bisschen weg vom Kamin. Jetzt habe ich die Wand. Und wenn ich jetzt die Wand hochschiebe, dann
Und hier unten auch. Dann kommt keine Fehlermeldung mehr und die Raumgrenze ist immer noch gegeben. Also bis hierhin geht die Wand und dann wirkt unsere Raumtrennungslinie. Ja, und jetzt haben wir das hier auch noch bereinigt. Die Geschossdecken werden über den Schacht geschnitten und die Wände haben wir jetzt hier einfach quasi aufgeteilt und lassen bis zum Kamin gehen. Und hier haben wir eine Raumtrennungslinie eingebaut. Gehen wir noch ins Obergeschoss. Da haben wir jetzt keine Raumtrennung, da müssen wir eigentlich gar nichts weitermachen. Das passt eigentlich so. Ja. Und im Dachgeschoss müssen wir noch momentan auch noch nichts machen. Ja, dann hier die Stützen, die haben wir auch schön. Daran geht das vorbei. Das sollte passen. Wir müssen halt schauen, dass gewisse Mindestabstände noch eingehalten werden. Ja, jetzt bei solchen Kaminen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass eventuell, wenn Sie jetzt das irgendwie umsetzen wollen, dann nochmal schauen, dass Sie da hier, wenn Sie die Stützen so nah ranführen, ob das so alles so passt. Ja, das war es eigentlich zum Kamin. So können Sie Kamine verbauen. Wie gesagt, wir haben geschaut, wie kann man ein Bauteil verlegen, beziehungsweise ein Bauteil platzieren, haben den Kamin uns reingeholt, mussten den Kamin anpassen, dazu muss man die Familie bearbeiten, damit das auch geschnitten dargestellt wird. Wir mussten dann noch hier die Öffnung herstellen für den Kamin in den Geschossdecken. Dazu haben wir den Schacht verwendet, mussten dann noch die Wände im Erdgeschossbereich anpassen. Dazu war es notwendig, hier die Räume mit einer Raumtrennungslinie zusätzlich zu trennen, damit die Lücke im Prinzip übersprungen wird. Das Problem hätten wir im Keller auch. Warum hat er hier nicht rumgemeckert? Weil ich noch keine Räume definiert habe. Ja, daher gab es ja keine große Fehlermeldung. Hätte ich jetzt hier Räume definiert, müsste ich hier unten dasselbe machen. Okay, was Sie vielleicht noch machen können als kleiner Tipp, wir waren ja vorhin in der Familie drin und ich gehe noch mal kurz rein, gehe nochmal Familie bearbeiten. Und da hat man ja gesagt, naja, okay, wir gehen einfach hier auf Kategorie und nehmen ein allgemeines Modell. Man kann mal schauen, ob man auch eine andere Kategorie findet, wo man auch einen Kamin, die man auch als Raumtrennung definieren kann. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es könnte sein, wenn man hier eine andere Kategorie wählt, dass man vielleicht dieses Bauteil dann auch als Raumtrennung definieren kann, weil es gibt hier, dazu lassen Sie sich noch kurz sagen, und dann bin ich wirklich fertig, wenn Sie hier so ein Bauteil anklicken. Kann zum Beispiel eine Stütze sein, der Partner ein bisschen eher, dann gibt es hier die Eigenschaft. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas. Hier, genau, Raumbegrenzung. Ja, die können Sie aktivieren oder deaktivieren, gilt auch für eine Wand. Ja, und was will ich die einfach nicht auswählen? Jetzt habe ich sie. Da haben Sie das auch irgendwo. Da, hier, Raumbegrenzung. Ja, und da, wenn Sie, vielleicht finden Sie eine bessere Kategorie, wer will, wer das weiß, wer eine bessere kennt, als allgemein, schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn, dort können Sie, haben Sie vielleicht sogar die Möglichkeit, hier das Ding anzuklicken und dann sagen, irgendwie Raumbegrenzung. In der Kategorie ist das leider nicht verfügbar. Und deswegen musste ich mir mit diesen Raumtrennungslinien aushelfen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke.